trotzdem war, glaube ich, dieses Grenzen ausloten immer wieder so Arbeit vielleicht. Also immer wieder zu gucken, was kann ich jetzt auch als Dramaturgin reingeben, wenn der Autor neben mir sitzt und er ja der beste Experte für den Text ist. Also und trotzdem aber dann auch nochmal anders zu gucken, wie kann ich nochmal anders auf den Text gucken, wie kann ich nochmal Material reingeben oder wie kann ich auch die beiden unterstützen, wie kann ich vermitteln. Also auch so typische Dramaturgieaufgaben vielleicht. Und ich habe dann aber auch gemerkt, immer zu dritt zu sprechen, ist auch vielleicht so ein Hindernis. Dann, also dann auch mal nur mit der Regisseurin zu sprechen, war irgendwie noch mal so, auch wie wollen wir zwei jetzt eigentlich arbeiten miteinander, irgendwie wichtig. Also was ich gelernt habe, war auf jeden Fall eine gewisse Souveränität zu behalten in Krisensituationen. Weil es gab Konflikte in unserer Produktion, nicht mit den Schauspielern oder so. Die Probenzeit war super, aber in der Vorarbeit hin, bevor die Proben gestartet haben mit dem Autoren und da einfach souverän zu bleiben und professionell zu bleiben und die Ruhe zu bewahren, es ist jedes Mal ein enormer Lernprozess. Wie kann man einen schwierigen Text den Schauspielern näher bringen? Das kommt meistens kommen positive und negative Sachen raus, wenn ich es dann am Ende sehe. Von den Zweifeln ist man wahrscheinlich nie immun, aber es tut auch gut zu sehen, wenn Sachen halt wirklich funktionieren und mich rühren, obwohl ich den Text in- und auswendig kann und mich schon langweile, wenn ich ihn lese und dann sehe ich es auf der Bühne und bin plötzlich wieder voll drin. Es gab natürlich beides. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass kollektives Arbeiten total, ja, ich würde sagen, so mein Ding ist. Ich weiß nicht, ob das für jeden so gut passt, aber ich denke schon, dass es eigentlich so die Arbeitsform der Zukunft ist und dass es einfach viel mehr Kreativität freisetzt, wenn alle das Gefühl haben, ich kann mich für alles verantwortlich fühlen und ich muss nicht nur irgendwas abliefern oder irgendwas produzieren, sondern ich kann einfach reingehen, wo ich will und ich kann diesen Raum gestalten und ich kann ja alles, also künstlerisch und auch wie wir arbeiten, kann ich mitgestalten und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht mitnehmen möchte. Also ich weiß einfach jetzt, dass es mir super wichtig ist, dass eine Vertrauensbasis da ist und dass auch mal Kritik geäußert werden kann und dass man einfach sich auch erstmal so ein bisschen kennenlernt, erstmal ein Bier zusammentrinkt und nicht direkt so in den Text einsteigt und nur so inhaltlich spricht und dass man sich auch Raum nimmt, wirklich zu überlegen, wie wollen wir arbeiten, wie arbeiten wir bis jetzt, was ist daran gut, was nicht, was können wir noch ein bisschen ändern und auch immer wieder zu sprechen, was ist gerade wessen Rolle und wofür fühlt sich wer verantwortlich. Und das auch immer weiter zu entwickeln. Ich glaube, Erkenntnis Nummer eins ist ganz besonders so, was leistet der Text so an Grundlage für Stimmungen und eben auch wieder Inhalte? Also, was kommt rüber potenziell? Das ist total interessant für mich. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ein relativ feingliedrig so für mich das erste Mal auch seit längerem, dass ich so mit einem Team, wie es sein sollte, irgendwie mit einer Dramaturgie und mit einer Regie und so gearbeitet habe. Und da lernt man, glaube ich, immer so Kleinigkeiten dazu, wie man da miteinander umgeht und wie es vernünftig ist, einen Text anzugehen und wie man darüber sprechen kann, auch wie man so gewaltfrei, sage ich mal, so seine eigenen Ideen einbringt. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so pinpointen kann, was ich so gelernt habe. Ich habe jetzt keine Liste geführt, aber ich fühle mich auf jeden Fall gewachsen dadurch, weil es einfach intensiv war, mit einem sehr guten Ergebnis, und mit sehr guten Bekanntschaften.